Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln, im Prinzip mit Müll, mit Abfall, mit Sachen, die man nicht mehr braucht, wunderbare Grillanzünder herstellen kann. Dazu benötigt man nur Klopapierrollen, und zwar leere, benutzte, also die Pappe davon. Es geht auch, gehen auch Küchenrollen, die kann man dann einfach in die entsprechende Größe schneiden. Und was ihr noch braucht, ist ganz wichtig, ist hier dieses Flusenzeug, was aus dem Trockner kommt, also aus dem Flusensieb. Und das tut ihr einfach in diese Klopapierrollen reinstecken, bis es schön voll ist. Und ich sammle das halt immer, wie ihr seht, habe ich da hinten eine ganze Kiste voll von diesem Zeug. Ich sammle auch diese Klopapierrollen jetzt, und so wie sie jetzt sind, sind sie schon fast fertig, aber die glimmen halt super, aber die brennen nicht wirklich. Was man noch braucht zum Brennen, ist noch Wachs. Ich habe da mal jetzt gerade hier welchen geschmolzen, und der wird jetzt einfach hier ein bisschen drüber geschüttet. Dass der da schön in diese Dinger reinläuft. Dem habe ich es ein bisschen gut gemeint. Und dann gucken wir mal nochmal von der anderen Seite. Und der Wachs wird dann nachher dafür sorgen, dass das Ganze dann schön brennt. Ja, hier auf die Finger aufpassen, der Wachs ist sehr heiß. Und wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr das ein bisschen abkühlen lassen. Ich glaube, den restlichen gieße ich hier nochmal in meine Öllampe rein, die ich letztes Mal gebaut habe. Da war nämlich nicht genug drin. So. Und jetzt lassen wir diese Grillanzünder erst einmal ein wenig abkühlen. Und wenn sie dann abgekühlt sind, so in 20 Minuten schätze ich mal, zeige ich euch, wie sie wunderbar funktionieren und wir ein Feuer damit anzünden. Bis gleich. So ihr Lieben. Ich habe also jetzt hier mal einen Grillanzünder da unten reingebaut und würde mal versuchen, den jetzt mal anzuzünden. Mal schauen, wie es funktioniert. Okay. Also, man kann sehen, zumindest die Pappe außenrum brennt. Ich denke aber auch, dass das ein bisschen vom Wachs kommt. Ja, kann man jetzt erkennen, dass der Wachs anfängt zu brennen und dadurch das Feuer ja schon ganz gut wird. Also die Flamme wird eigentlich schon ganz ordentlich, sodass man, denke ich, wenn man das Feuer richtig vorbereitet, schon auf jeden Fall zum Laufen bringen kann. Für einen Kamin und sowas ist das auch gut geeignet. Das wird wahrscheinlich jetzt ein paar Minuten halt brennen.
und dadurch halt das Holz bzw. die Kohle wunderbar anzünden können. In diesem Sinne, ihr Lieben, ihr seht, es hat funktioniert, baut die Sachen nach, kostet fast überhaupt nichts außer alten Wachs. Die Flusen und die Klopapierrollen, die hat man ja sowieso umsonst. In diesem Sinne, macht's gut und ciao mit Öl!